Das ist total unrealistisch, Alter. Ich lass quasi ausrollen, aber das Auto hebt da ab. So, let's go. So. Wieder so ein langsamer Part hier. So. Nein, ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt, ganz ehrlich, Freunde, ich fahre jetzt weiter. Bis mich ein Überschlag oder wenn ich auf der Seite liege, wenn mich sowas auffällt, dann muss ich resetten. Ich fahre jetzt weiter. Der Schaden ist mir jetzt egal. Total unrealistisch, Alter. Ich lass quasi ausrollen, aber das Auto hebt da ab. So eine Scheiße. Das ist zwar eher mehr so der Schleichmodus, aber wisst ihr was, liebe Leute? Das ist mir jetzt egal. Ich will eine Runde mit den F1 2022er Boliden auf Hotlap mit 2 Kilogramm Sprit will ich hier eine Runde schaffen. Wie gesagt, die Zeit von 15:50 von Patrick F1 Gaming. Ne? Mal gucken, ob ich da so ansatzweise in die Nähe komme. Ich habe ja sein Video gesehen und auch Respekt dafür, dass er so lange durchgehalten hat. Auch ich sitze hier gefühlt seit einer halben Stunde. Aber dennoch, wir ziehen das jetzt durch.
So, jetzt kommt wieder dieser Downforce-Part. Viele enge Kurven, viel Traktion benötigt. Und ich fahre einfach nur schön langsam. Ja, genau. Langsam. Jetzt kommt hier die Sache. Genau. So, da habe ich mich verbremst. Weiter geht's. Okay, das kann passieren. Sollte aber nicht. Jetzt geht's bergauf. Ich glaube, es geht Richtung Ende zu, Freunde. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber kann nicht mehr weit sein. Hoppala. Ja, da ist das Ziel. Acht Minuten 1:07:10. Also rein theoretisch gesehen. Wenn ich die ganzen, naja, Quersteher und auch Rempler und sowas nicht gehabt hätte, dann hätte ich das 7 Minuten hier in den Asphalt gepflastert. Abgefahren, Alter! Was für eine völlig bekloppte Rennstrecke. Also, wow. Das müsst ihr unbedingt auch mal nachmachen. Das ist wirklich pure Herausforderung. Und wie gesagt, ich war nur im Schleichmodus unterwegs. Also eine 7 Minuten hätte ich auf jeden Fall hinbekommen. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, habt ihr die schon mal ausprobiert? Und wenn ja, wie ist sie so eurer Meinung nach? Ich sag's euch, das ist schon echt krass. Naja, das soll es erstmal gewesen sein mit dieser Strecke hier.